Hallo und willkommen zurück zu Deponia. Im letzten Part haben wir es geschafft, Ghoul bis hierher zu bringen. Jetzt müssen wir nur auf Klitus warten. Und damit uns nicht langweilig ist, verschieben wir erstmal das Regal. Da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och nö. Ein Stecker. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Doch, es ist so einfach. Mann! Gut, jetzt kriegen wir die Zuckerwatte raus, aber irgendwo müssen wir das aufmachen. Was ist denn hier? Kaugummiautomat und ein Sardellenautomat. Gehen wir erstmal dahin. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Gut, wo ist das der Hunger? Komm, ess. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. lecker. Gut. Drücken wir hier ein bisschen an den Hebeln rum. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Jetzt steht er auf Calzone. Mal den nochmal. Upsi. Na toll, Alt, machst kaputt, Rufus, ey. Aha, 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Und dann nochmal den hier. Jetzt steht er auf Phosphor. Die nehmen wir mit. So, warum? Haben wir eine Phosphor-Zuckerwatte. Gut. Nehmen wir uns hier noch ein Kaugummi? Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will ein Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Und dann kannst du ihn auch gleich essen. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. So, was haben wir hier noch? Lämpchen. Noch ein Lämpchen. Schon. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Du sagst es gleich. Okay, alles klar. Gehen wir erstmal hier raus. Und dann... Was haben wir hier? Gehen wir hier rein, okay. Nochmal ein beleuchteter Torbogen. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Da haben wir noch. Okay, na gut, gehen wir erstmal runter. So. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ah, ist klar. Hör mal auf die Klappe, was ist da drin? Eine Nische. Ach, machst du jetzt zu. Okay, alles klar. Dann gehen wir zur Bahnhofshalle, würde ich mal sagen, ne? Ja. Da ist der Turm, aber ich glaube, da können wir auch nicht hin. So, was haben wir hier? Mosaikstein. Nehmen wir den hoch. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen. Und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen. Und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Klappe, was ist hier drin? In der Nische.
In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. So, was haben wir hier noch? Geht hier noch irgendwas rum? Hier ist eine Lampe. Da ist auch noch ein verdeckter Mosaikscheibe, meine Güte. Nur Schlamm und Staub, mehr kann ich nicht erkennen. Gut, zurück. Dann kommen wir hier. Ich überlege gerade. Nee, da muss aber noch weitergehen. Kann man hier nicht weiter? Das einzige Licht hier hinten. Okay, dann doch nicht. Was haben wir hier noch? In der Nische ist eine Halterung rumherum. Das okay, alles klar. Oder null. Eins oder null. Dann kommen wir hier. Dann gehen wir mal da raus. Kann man hier. Eingangshalle, da kommt man nicht ran. Zaunausgang, da kann man auch nicht ran, ne? Nee. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Kugel? Ich spare mir meine Telekinetischen Kräfte. Kommst du ohne ran, ne? Ich spare mir meine. Okay. Mit Wasser. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Mal kurz überlegen. Komisch. Ganz schön tief und hell, könnte am Kernreaktor da unten liegen. Kommst du da oben nicht ran, wa? Nee. Mal zurück. Hier kann man nichts weiter machen. Ist da irgendwie hoch? Nö. Muss aber irgendwie weitergehen. Komm, lauf mal weiter. Vielleicht ist es ja so, dass ich dann mit. Ah, ja, klar. Genau. Was ist hier? Kieselsteine, die können wir aufnehmen, ne? Genau, gut. Ah, siehst du. Alles klar. So, Kontrollen. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. R, U, F. Das war's nicht. Das vielleicht. R. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Anscheinend nicht. Oh, hier haben wir was. Mosaik beleuchten. Mosaik reinigen. Fahrstückcode finden. Okay. Das heißt Mosaik reinigen, Mosaik beleuchten, alles klar. Das heißt, hat irgendwas mit dem Mosaik zu tun.
Öltank. Da kann man nichts reinmachen, oder? Nee. Eigentlich nicht. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Kommt sie jetzt rein? Verdammt. Ach hier. Da ist noch was. Nimm mal. Und nimm das auch mal. Und dann, können wir eigentlich... zurückgehen, da hatten wir ja irgendwie so ein Bottich gehabt für... mit Wasser. Dann können wir das darin machen, dann können wir ja das Mosaik reinigen, was da stand. So, geh mal, her hier, Rufus. Genau, geh mal zurück. Dann geh mal runter. Genau. Da können wir jetzt die Seife ranmachen. Und dann... Wasser muss nicht gewaschen werden, sollte man zumindest meinen. Doch nicht. Und das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Pony oder zumindest Wasser. Warte mal. Machst du das da rein? Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Das ist mir ja klar. Das allein reicht nicht zum Rufus. Oder zumindest Wasser. Haben wir jetzt hier irgendwo einen Eimer? Kabel. Kamelfenster, Kurbel, Hupe. Tonne mit Wasser. Nur Wasser. Nimm doch mit. Nur Wasser. Nimmst du nicht mit? Warum nicht? Warte mal. Irgendwas vergessen? Aber ich habe doch keinen Eimer, oder? Nee. Wasser muss nicht gewaschen werden, sollte man zumindest meinen. War in dem Putzschrank noch ein Eimer? Kann das sein? Das können wir gleich mal kontrollieren. Nein, ruf es hier lang. Geh nicht mal da hinten. Nein, hier lang. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Ja, da ist noch ein Eimer. Oh, bin ich doof, ey. Ich hab den ja nie gesehen. Gut, okay, alles klar. Dann gehen wir zurück. Komm her hier. Dann ist ja logisch, ne? Dann ist es ja klar. Okay, gut, dann geht's jetzt hier da lang. Und dann müssen wir das Wasser darin füllen. Und dann machen wir die Seife darin. Und dann haben wir was. So, Eimer. Mit der Tonne von Wasser füllen. Genau. So, und Abmarsch. Zu
diesem verdreckten Mosaik. So. Gut. Hilfe. Schau mich. Und dann das und das. Wundert mich, dass du keine nassen Sachen hast. Bei den Sachen, die du da hast. So, und dann mach mal sauber. Tu was. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist. Der Wischmopp ist zerbrochen. Na toll. Na, so ein Jammer aber auch. So, jetzt haben wir einen kaputten Wischmopp. Ist ja auch toll. So, was haben wir jetzt? Das haben wir. Mosaik beleuchten. Okay. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir haben sowas. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Nehmen wir denn? Ah, nee. Nehmen wir wieder raus. Warte mal, hier ist eine Lampe. Vielleicht geht es dadurch. Ah. Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Alles klar, gut. Das haben wir eine Leuchte-Phosphor-Zuckerwatte. Und die machen wir da rein. Dann müsste es ja theoretisch genau leuchten. So, wir haben es zum Leuchten gebracht. Da müsste ja theoretisch... Müssten wir jetzt hier auf ihrem Loch auf jeden Fall. Ein Stück Scheibe. Ja, wir haben ja ein Stück. Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun... Dann nimmst du halt Kaugummi. Dann machst du darin. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Hm. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr. Ach du Heilige. Ach, kein Problem. Das habe ich eben nur zusammengepuzzelt. Ja, du, genau. Das kann ja jetzt dauern. So. Nee, wieso nicht? Achso, da ist ein Strich. Was ist das? Dann puzzeln wir den ja eigentlich ganz gut. Na, komm. So. Ah, du passt. Gut, passt dahin. Du passt nicht dahin. Nein. Passt da auch nicht hin. Passt da auch nicht hin. Nehmen wir dich. Du passt dahin, okay. Dann... Da nicht hin. Da vielleicht? Nee. Na, na. Komm. So, genau. Okay. Was haben wir hier? Das dahin. Und du müsstest dich hier richtig da lassen. Na, genau. Richtig. Nee. Kommst du da hin? Nee, du kommst da nicht hin. Dann, was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Nee. Nee. Kommst du auch nicht hin. Das wird schwieriger als ich dachte. Das wird schwieriger als ich dachte. Dahin, genau.
dahin? Nee, du kommst nicht dahin. Du kommst auch nicht dahin, genau, das ist klar. Nicht dahin? Ja, okay. So, wo haben wir dich? Nee. Nee, nicht ganz. Du auch nicht. Nein. Nee. Oh, das ist eine Fusselarbeit hier, das ist unglaublich. Nee. Nee. Okay. Das passt dahin. So, jetzt. Nicht? Auch nicht. Ach Gott, nee. Ist ja anstrengend hier. Da passt doch dahin, genau. Passt du dahin? Und dann du kommst dahin. Du müsstest theoretisch hier hinpassen, genau. Du kommst doch hier hin, oder? Ja. Nee, nicht. Du müsstest, genau. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Nee. Nee. Dahin. Nein, du kommst doch nicht. Warum nicht? Du dahin? Ja. Du müsstest dann theoretisch. Nee, du nicht. Welcher passt denn jetzt hier? Der auch nicht. Der aber. Nein, der auch nicht. Dann du? Yes. Okay, dann haben wir noch den hier. Nee. Nee. Du? Okay. Dann. Du? Okay. Du müsstest doch auch bald irgendwo hinpassen, oder? Nee. Nee. Du hast irgendwo nirgendwo hin, kann das sein? Nee. So. Aber du passt nirgendwo hin. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Oh nein. Na super. Kaputtes Mosaik reparieren. Na, das ist klasse. Das kann ja was werden. Ach, Rufus. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Na super. So. Was haben wir jetzt hier am Schaden? Sicherungskasten. Taschenlampe. Ja, mit. Was haben wir noch? Sicherungsschalter. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue.
irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Cool. Kann man die gar nicht aufheben? Nein, kann man nicht. So, wir haben hier den Fahrstuhl kaut. Haben wir hier noch irgendwas verpasst? Öltank. Öltankklappe. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Okay, los. Dann macht das hier auf. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Und das machen wir im nächsten Part. Bis dann. Ciao.